Also kurze Idee meinerseits noch. Ich stehe hier mit dem Dennis Witthus vor seinem roten Tesla. Und wenn du die Anmoderation machst, würde ich halt so kurz übernehmen, sagen, was so ist. Und ihm eine Frage stellen. Und dann kurz dich nochmal ansprechen. Und dann kannst du ja vielleicht irgendwie so abgeben, naja, dann lass dir doch mal das Auto zeigen oder sowas. Wollen wir das so machen? Hast du das verstanden, was ich gesagt habe? Ja, das müsste kurz gehen. Also an dich werde ich nur abgeben, also wie du hörst, Severino, ziemlich runde Sache hier. Und dann kannst du ja kurz sagen. Ich baue ein paar Sollbruchstellen ein, ne? Und dann kannst du mal reingehen. Gut. In 1,40, okay. Das ist erstmal so durchwachsenes Bremer Wetter. Ne? Es riecht noch so ein bisschen nach Brandgeruch. Habt ihr ja in den Nachrichten gehört, in Lürfenberg hat gebrannt. Allein was hier nicht stinkt, sind die ganzen Elektroautos. Hier sind eine ganze Menge, ungefähr 60 Stück aus dem ganzen Bundesgebiet angereist. Ich glaube sogar einer vom Nordkap ist sogar extra hergekommen. In Norwegen ist ja Elektromobilität auch eine ganz große Sache. Und ansonsten gibt es einfach viel zu sehen. Es ist zum Beispiel einer der Elektrobusse, von denen du gesprochen hast, der BSRG da. Den kann man sich angucken. Und es gibt sogar so einen Busfahrersimulator, da sind ganz viele Kinder davor. Und ansonsten viele einschlägige Hersteller, alles was Elektromobilität auf vier Rädern eigentlich so anbietet. Ja, und bei mir ist hier auch einer der Organisatoren, Dennis Witthus. Hallo Dennis. Hallo Justus. Grüß dich. Also sag mal, was hat euch eigentlich dazu gebracht, hier diesen E-Day zu machen? Welche Message habt ihr? Also die Message ist eigentlich die, dass wir zeigen wollen, dass E-Mobilität funktioniert. Das ist ja auch meine persönliche Message als YouTuber. Und so hat hier der Stadtteilbeirat und federführend der Peter Nowak, der Ortsamtsleiter, der ist in meinem Tesla mitgefahren und ist total begeistert gewesen und hat gesagt, wir müssen den Blumenthalern und den Bremern zeigen, E-Mobilität, das funktioniert und vor allen Dingen, wie es funktioniert. Also Severini, du hörst, auch hier in Bremen-Nord ist E-Mobilität ein großes Thema. Das gebe ich mal gleich an Dennis weiter. Dennis, du bist E-Mobilist, du hast gerade gesagt, du hast einen Tesla, wir stehen hier gerade daneben. Wie ist das eigentlich, wie steht Bremen da, was E-Mobilität angeht, zum Beispiel ladesäulenmäßig? Ja, ich würde sagen, in Süddeutschland ist das in weiten Teilen besser ausgebaut. Wir sind in Bremen ja ansonsten überhaupt ganz weit vorne, aber da können wir noch ein bisschen nachlegen, was E-Mobilität angeht, was die Ladesäulen in der Fläche angeht, in den Stadtteilen. Wir bräuchten noch ein paar mehr Schnellladesäulen. Ja, aber vor allen Dingen E-Mobilität, man lädt vor allen Dingen zu Hause. Während man schläft, lädt das Auto voll und man fährt immer mit einem vollen Auto eigentlich durch die Gegend, so dass die Säulen häufig... die Lademöglichkeiten häufig überbewertet werden. Okay, wird überbewertet. Was nicht überbewertet wird, ist das Design, würde ich sagen. Wir stehen hier neben deinem roten Tesla. Er sieht totschick aus. Zeig uns doch mal einfach ein paar Dinge. Zum Beispiel vorne. Mach doch mal auf. Ja, also vorne, da ist kein Motor, da ist ein Kofferraum. Wie beim Käfer früher oder beim Porsche 911er. Und da kann man ja so drin haben, was man so braucht. Eine dicke Jacke oder eine Wasserflasche. Okay, also vielleicht gerade mal so Platz für ein, zwei von diesen Flugzeugkoffern. Wo ist denn dann der Motor? Weil hinten ist ja auch riesig viel Platz. Ja, der Motor ist vorne und hinten zwischen den Achsen und ist ungefähr so groß wie eine Wassermelone. Und das eigentliche Herzstück des Autos, das ist der Akku und der ist im Boden verbaut. Also man sitzt quasi auf dem Akku. Und dadurch hat der Wagen und die meisten Elektroautos einen ganz tiefen Schwerpunkt und haben eine wunderbare Straßenlage. Jetzt Elektroauto, viele assoziieren damit immer noch so ein Müsli-Image, sag ich. Das dauert lang zu laden, es stinkt nicht so schön nach Benzin. Muss man da so ein Umweltbewegter sein, damit man daran Freude hat? Nein, auf keinen Fall. Also wer was für Autos übrig hat, den begeistern eigentlich Elektroautos. Da gibt es viele tolle Sachen, die Firma Tesla begeistert, BMW mit dem i3 begeistert und wer den neuen Leaf sieht und was für Autos über hat, der wird davon auch ganz begeistert sein. Also mit dem Müsli-Image, da bringen wir die E-Autos nicht voran. Also das E-Auto darf kein Verzichtsauto sein. Okay, also Severino, du hörst, man kann auch Spaß haben mit einer Batterie im Kofferraum. Auf jeden Fall.
Also ich denke mal, dass so ein Tesla ziemlich teuer ist. Wenn ich hier mal so rumlaufe, also es sieht einfach schick aus. Spotify ist gleich mit drin im Preis. Ich glaube, man kann sogar sein Leben lang umsonst laden. Aber Dennis, du hast ja einen gekauft. Gretchenfrage, wie viel muss man denn für den Spaß hinlegen? Ab 69.990 Euro. Aber Tesla arbeitet daran, das Model 3 soll nächstes Jahr oder vielleicht sogar noch dieses Jahr auf den deutschen Markt kommen und da sollen Autos dann ab $35.000 angeboten werden. Also umgerechnet in Euro. Mehrwertsteuer kommt da noch drauf. Also die arbeiten daran, dass das Elektroauto für weite Schichten dann erschwinglich wird. Jetzt liest man immer wieder Model 3, das wird ewig dauern, wenn überhaupt. Gibt es heute schon was, vielleicht auch aus Europa, was cool ist? Das Model 3, das wird nicht so lange dauern. Er produziert schon 5.900 Stück die Woche, laufen da verbannt. Und aus Europa gibt es was Cooles. Der E-Golf ist ein schönes Auto. Aber ich weiß nicht, wir sind im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ob ich hier jetzt die Automarken nennen darf. Also da gibt es allerhand an guten, coolen Autos, die Spaß machen. Und E-Mobilität ist eben kein Verzicht. Und wie gesagt, man fährt mit einem vollen Auto los und die Reichweite wird häufig überbewertet. Und ich habe noch nie irgendwo Ladeweile gehabt. Ladeweile, so nennen E-Autofahrer das Warten, bis der Akku voll ist, habe ich noch nie gehabt. Also du hörst keine Ladeweile hier beim E-Day im Blumenthal, dafür gute Laune. Und ich glaube, da hinten werden jetzt gerade schon die Würstchen auf den Grill gelegt. Ciao. So, jetzt sind wir durch. Das war's. Jetzt rede ich noch mal kurz mit dem Moderator, der macht jetzt gerade einen Verkehrsfunk. Ja, das war's schon, aber war doch super. Geil, ja, richtig dir. Schön.